Ich will daran erinnern, dass wir die höchsten Inzidenzen, 300.000 pro Tag hatten im März, da bestand Maskenpflicht aller Orten. Und das deutet vielleicht darauf hin, dass die Maskenpflicht so wirksam nicht ist. Ich empfehle Masken tragen für diejenigen, die sich Sorgen machen, weil es ein guter Eigenschutz ist. Aber wir dafür eine Pflicht brauchen, jedenfalls in den Schulen auf keinen Fall, nachdem wir wissen, welche katastrophalen Folgen das für die Kinder hat. Schauen wir uns zuerst mal an, was der Sachverständigenrat am 30. Juni abliefert. Und dann schauen wir uns mal an, worauf wir uns einstellen müssen. Also ich warne immer vor solchen Panikmaßnahmen. Dass wir jetzt über Ausgangssperren reden, Herr Kretschmann, ist einfach nur irre.